Dr. Dietrich Schillmann. Heilen mit Pflanzen, ja, aber Grundlegendes zum Verständnis der Pflanzenheilkunde. Anleitung. In der langen Geschichte der Medizin kannte man, abgesehen von chirurgischen Eingriffen, von Anbeginn an nichts anderes als das Anwenden von dem, was die Natur den Menschen bot: Wasser, Lehm, tierische Stoffe und Pflanzen. Zerquetschte Beerenfrüchte und Pflanzenteile als Wundheilmittel, aus Pflanzen gepresste Säfte, pulverisierte getrocknete Pflanzenteile, Abkochungen von Pflanzenteilen, Blüten, Blätter, Wurzeln, zur äußerlichen Anwendung und als Heilgetränke war eine solche Selbstverständlichkeit wie heute Aspirintabletten. Mit dem Lebenslauf der Chemie und der Erforschung biologischer Vorgänge im menschlichen Körper waren die künstliche Herstellung von Stoffen mit bestimmten Wirkungseigenschaften möglich und der Arzneikunst neue therapeutische Wege geschaffen worden. Mit dem Triumph, im Laboratorium Arzneimittel herstellen zu können, wuchs allmählich eine chemisch-pharmazeutische Industrie zu einer Weltmacht heran, die aber die alte Pflanzenheilkunde und die viel jüngere Homöopathie nicht auch in ihrem Königtum verdrängen konnte. Ja, so machen pflanzenheilkundliche und homöopathische Mittel ist in seiner Ganzheit unnachahmlich und kann durch kein industriell hergestelltes synthetisches Produkt verdrängt werden. So sind auch einige Pflanzenlieferanten von Wirkstoffen, die zu standardisierten Präparaten verarbeitet werden. Die Heilweisen der Pflanzenheilkunde und Homöopathie sind in mancherlei Beziehung unübertrefflich. Niemals bringen die Mittel dieser Heilwesen dem Organismus Nachteile und viele Kranke, deren Störungen und Leiden die moderne Medizin in ihren chemisch-pharmazeutischen Substanzen nicht zu heilen vermochte, sind durch homöopathische Pflanzenpräparate geheilt worden. Geringschätzige Meinungen über die pflanzenheilkundliche und homöopathische Heilweise, ob man sie am ersten Mund äußert, sind heute weniger denn je am Platze und beruhen auf Unwissenheit, wenn nicht auf Ignoranz und Dummheit. Aber auch vielen Anhängern der Homöopathie sind grundlegende Eigenheiten ihres Wesens, die bei der Behandlung mit Pflanzenpräparaten beachtet werden müssen, unbekannt. Vor allem, den Umstand kennen viele nicht, dass das Wählen und Verordnen von Pflanzenpräparaten nicht einfach wie bei chemisch-pharmazeutischen Präparaten nach Krankheitsheilung erfolgen kann. Eine Pflanze wie auch ein homöopathisches Präparat sind gewissermaßen als Persönlichkeiten aufzufassen, welche der Heilkundige in der Persönlichkeit, dass sie Heilmittel sein sollen, methodisch oder auch nur fühlend in Beziehung setzt. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie Pflanzenheilkunde und Homöopathie gesehen werden müssen. Doch das Thema kann nicht erschöpfend behandelt werden. Das würde den Rahmen eines dicken Buches verlangen. Aber die Ausführungen werden dem Leser wichtige nützliche Informationen geben. Heilen mit Pflanzen. Im Laufe der Menschheitsgeschichte haben sie verschiedene Praktiken, die Gesundheitsstörungen und Leiden beheben sollen, herausgebildet. Viel Kurioses und Fantastisches findet sich in magische Praktiken, aber auch geniale Erkenntnisse und umwälzende Entdeckungen. Man staunt darüber, was man im Laufe der Zeit alles als Heilmittel angesehen, von welchen Stoffen man Heilwirkung erwartet hat und auf welche seltsame Weise man Heilstoffe zu finden und zu gewinnen trachtete und auch fand. Zufallsbeobachtungen möchten zur Kenntnis von Wirkrichtungen von Pflanzen geführt haben. Und man darf annehmen, dass schon sehr früh besonders fühlige Menschen die Heilwirkung und Wirkungsrichtung von Pflanzen entdeckten. Eine Hilfe zur Feststellung, welches Organ oder welches Organsystem im Wirkbereich einer Pflanze ist, mag in mehreren Fällen die Signaturenlehre des Paracelsus-Gewinns sein, nach der die inneren Kräfte, die Heilkräfte der Pflanzen
sich in ihrem Äußeren, in Gestalteigentümlichkeiten, in der Farbe und im Geruch der Blüten und in der Eigenart der Säfte und nicht zuletzt in den Lebensformen der Pflanzen kundtun. Einige Beispiele. Schon Gaius Plinius äußert in seiner Historia Naturalis: Bei Erwähnung des Steinsamens, Lithospermum officinale, in mittelalterlicher Übersetzung aus dem Latein. Kein anderes Kraut zeigt sogleich bei Anblick mit solcher Zuverlässigkeit, für welche Arznei es geschaffen ist. Aus dem kalkreichen, mit Säuren aufbrausenden Samen schloss man, er könne auch bei Steinleiden auflösend wirken. Der Görlitzer Schuhmacher und Mystiker Jakob Böhme hat ganz im Sinne des Arztes Paracelsus geschrieben. Wo es kein Denk in der Natur, das geschaffen oder geboren ist, ist offenbar seine innerliche Gestalt auch äußerlich. Denn das Innerliche arbeitet stets zur Offenbarung. Als wir solches an der Kraft und Gestaltnis dieser Welt erkennen, will sich das ewige Wesen mit der Ausgebärung in der Begierde hat zu einem Gleichnis offenbart, wie es sich halt in so vielen Formen und Gestaltnisse offenbart, als wir solchen als Sternen und Elementen und sowohl Kreaturen, auch Bäumen und Kräutern sehen und erkennen. Darum ist in der Signatur der größte Verstand, darin er sich der Mensch nicht allein lernt selber kennen, sondern er mag auch darin das Wesen aller Wesen lernen kennen. Denn an der äußeren Gestaltnis aller Kreaturen, an ihren Trieb und Begierde, indem aus ihrem ausgehenden Hall, Stimme und Sprache, kennt man den verborgenen Geist. Denn die Natur hat jedem Winkel seine Sprache nach seiner Essenz und Gestalt gegeben. Die Signatura Rerum. Paracelsus hat das Schildkraut Caledonium maius aufgrund seiner Signatur gelbe Farben der Blüten und des Milzhaftes als Leber- und Gallenpflanze erkannt und als solche verwendet. Es ist interessant, dass diese Pflanze in der modernen Pflanzenheilkunde und Homöopathie eine bedeutende Stellung bei der Behandlung von Erkrankungen der Leber, Gallenblase und des Pfortadersystems einnimmt. Gelbe Farbe der Blüten und des Milchsaftes erkennt man. Der Philosoph Gustav Schenk sieht im Heilkraut Erica vulgaris die Signaturenlehre bestätigt, die allerdings nur bei wenigen Pflanzen der Wirkrichtung als Heilmittel anzeigt. Das Heilkraut, zum Beispiel, das unter ungünstigen klimatischen Bedingungen auf kargem Boden wächst und jedem Unwetter trotzt, kann seine Kraft einer ungünstigen Witterung zu widerstehen, auf den Menschen übertragen und Erkältungsfolgen beheben. Der Heidekrauttee ist überdies ein vortreffliches Blutreinigungsmittel, Harntreiben und bei Blasen und Nierensteinen Rheuma und Gehirn. Aus dem Erfahrungswissen, dass die Brennesselarten Urtica urens und Dioica nährstoffreiche Böden lieben, aber auch auf schlechten Böden gedeihen, weil sie dir über ihre Wurzel verbessern. Eine Anschaft, welche die Gärtner nützen, habe ich das Brennesselpräparat Urtica, Sabine Vertrieb, Klagenfurt, sinngemäß als Bodenverbesserer und Förderer des biologischen Funktionen des Körpers angeführt. Die Brennesselartenreigen fördern die Ausscheidung und sind dem Blutleben günstig. Jeden erweisen sie ihre wohltuende Eigenschaften und sie haben sie vor allem zur Frühjahrskur beliebt gemacht. Soweit die Beispiele. Der Gebrauch von Pflanzen als Heilmittel ist vielfach mit dem Mantel des Geheimnisses umgeben worden. Vieles hat sie die Überlieferung verzerrt und sicher ist vieles an heilhungrigem Erfahrungsgut durch widrige Umstände verloren gegangen. Vieles wurde aufgeschrieben, im Kloster wiederholt nachgeschrieben und ist uns solcher Art erhalten geblieben. Vieles von den alten Pflanzenkenntnissen wurde neu entdeckt, von der modernen Forschung kritisch geprüft und auch bestätigt. Die Anwendung von Heilpflanzen lebt in der sogenannten Volksmedizin weiter und von ihrer Entwicklung zum Heilsystem in der Spagyrik und der vielen jüngeren Homöopathie. Mit Pflanzen Heil zu können, ist zum guten Teil Sache des Wissens, nicht minder aber auch Sache der inneren Berufung, auf welche die Gabe beruht. Bei einer gesundheitlichen Störung, Krankheits- und personenbezogen die rechte Pflanze zu wählen. Während Pflanzen nicht organisierte Ganzheit sieht und fühlt, sondern lediglich gewachsene Objekte,
mit auf ihren Inhaltsstoffen beruhenden Wirkungen, da kann kein rechter Heiler mit Pflanzen sein. Das Heilen mit Pflanzen bleibt neben allem, was an unerlässlichem Wissen, auch medizinischem, erworben sein muss, stets auch eine Kunst. So erklärte sich, warum es den wahren Meister auf den Gebieten des Bagyrich und Homöopathie nur verhältnismäßig wenige gibt.